ein totales Highlight, weil das Who is Who kommt hier an den Tegernsee und unterhält sich über wichtige Fragen der Wirtschaft, aber auch der Demokratie. Ich hatte heute Morgen hier den Frühstart und danach hatte ich noch mal 30 Minuten, wo ich am See stand, den Tag starten lassen habe, mitten in der Sonne und mich auf die Termine heute gefreut habe. Das war schon was, was man sich sonst nicht so oft gönnt als Politikerin. Ich finde den Ludwig-Erhard-Gipfel super spannend, tolle Diskussion, energiegeladen, auch mal out of the box denken, was Neues daraus machen. Nun, das ist hochinteressant, insbesondere auch die Gespräche neben den eigentlichen Gesprächen, die machen große Freude und man lernt viel voneinander. Ich bin sehr beeindruckt. Christiane Weimer hat heute Morgen das Agenda-Setting hervorragend betrieben. Bin auch sehr dankbar, dass meine Kollegen aus der Finanzindustrie die Einladung hier an den Tegernsee angenommen haben und wir einen tollen Dialog haben zwischen Politik und Industrie. Für uns als Industrie, aber auch vor allem für die Politik, leite ich daraus die Aufgabe ab, den Menschen zu erklären, warum das Ende der fossilen Energien für den Erhalt dieses Planeten notwendig ist. Ich bin positiv überrascht, wie hier der Dialog zwischen Politik und Wirtschaft stattfindet. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir ein gesellschaftliches Zielbild entwickeln, wie wir in der Zukunft hier leben wollen, wie wir wirtschaften wollen. Und insofern freue ich mich über den tiefen Austausch, den wir hier haben und bin begeistert. Es ist das erste Mal, dass ich beim Gipfel mit dabei bin. Er ist sehr hochkarätig, sowohl von Politik als auch Wirtschaft besetzt. Und aber noch ein vertraulicher Rahmen, mit dem man einen guten Austausch pflegen kann. Ich finde es wahnsinnig inspirierend, was hier ja schon seit 8 Jahren geschaffen wurde. Eine Plattform zum Austausch von Politik, von Wirtschaft, kleine Unternehmen, Mittelständler und natürlich Wissenschaft. Entwickeln Sie ein digitales Mindset. Das ist ganz entscheidend. Wenn es nicht top-down geprägt wird, wird es die ganze Organisation nur halbherzig annehmen. Ich finde es eine sensationell gute Veranstaltung. Es sind tolle Leute da, tolle Szenerie hier und ich glaube, es ist eine fantastische Opportunität, Netzwerke zu schließen, neue Leute kennenzulernen. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Es ist bewundernswert, was da an 2 Tagen stattfindet. An der Organisation könnten sich alle Staatslenker etwas abgucken. Hier sind so viele inspirierende Persönlichkeiten, so tolle Vorträge und vor allem, ich finde es super, weil ich bin ja mit einer Mission hier. Ich will die Arbeitswelt menschlicher machen und will mich für die junge Generation einsetzen. Ja, der Ludwig-Erhard-Gipfel ist eine hervorragende Veranstaltung. Zur Nachahmung zu empfehlen, am besten jeden Monat einmal. Was mich immer total beeindruckt, ist die Heterogenität der Themen. Das Spektrum ist so breit und man nimmt jedes Mal unendlich viel mit. Der Ludwig-Erhard-Gipfel ist ja mittlerweile eine Institution, weil es Qualität hat und tolle Menschen hier unterwegs sind.